Hallo zum Märkte am Morgen. Start in eine neue Handelswoche und hoffentlich in eine, die uns dann den Frieden bringen mag. Hoffnung stirbt zuletzt. Und wir schauen nach Frankfurt zu meiner Kollegin Franzi Schlimke. Dir einen schönen guten Morgen. Ja, der DAX heute Morgen, er wird stabil, er wird erholt erwartet. Es gibt offensichtlich weiterhin Gespräche zwischen der Ukraine und Russland. Das Ganze soll jetzt im Online-Format laufen und es hieß zuletzt, es gibt durchaus positive Signale. Ja, das ist auf jeden Fall so. Einen schönen guten Morgen erst einmal. In der Tat, das Thema Hoffnung war ja auch schon ein großes am Freitag, zumindest hier beim deutschen Leitindex. Denn daraufhin, nachdem man gehört hatte, dass Putin sagt, also da gibt es eine positive Wendung und das sieht ganz gut aus, was das Thema Gespräche angeht, daraufhin hat der DAX 3,7% in der Spitze hinzugewonnen. Die Gewinne bröckelten dann wieder, am Ende trotzdem ein Plus von 1,4%. Auf Wochensicht gesehen haben wir ein Plus von 4,1% eingefahren. Wenn man das große Bild anschaut, also das seit Jahresbeginn, sind wir aber trotzdem noch knapp 14% im negativen Bereich unterwegs. Aber Schwankungen, die waren in der vergangenen Woche auf jeden Fall groß und angesagt. Und das ist natürlich aktuell mit viel, viel Nervosität hier an den Märkten verbunden. Und das dürfte auch weiterhin zu dieser Woche eben und in dieser Woche ein Thema sein. Wir erwarten den DAX über der 13.800-Punkte-Marke. Das wäre ein Plus von 190 Zählern zum Auftakt heute hier, weil man eben darauf setzt, dass es weitere Gespräche gibt im Online-Format, vielleicht sogar schon heute, aber wohl auch in person, dass sich die Präsidenten von Russland und der Ukraine tatsächlich treffen. Und eine diplomatische Lösung, das wäre etwas, was den Märkten tatsächlich richtig gut gefallen würde und nicht nur den Märkten. Asiatische Märkte, der Nikkei auch hoffnungsvoll, 0,6% im Plus. Jetzt sieht man aber, Hang Seng und Shanghai Composite richtig kräftig im negativen Bereich, hat mit dem Thema Krieg erst einmal nichts zu tun. Wir haben ja auch noch ein anderes Thema, Corona. Und da ist es vor allen Dingen in China wieder so, dass so eine richtig große Welle wieder hervorkommt und es wieder Schließungen und so weiter gibt. Und das sorgt jetzt natürlich dafür, dass wieder die Konjunktursorgen zu diesem Thema eben aufploppen und daher rote Vorzeichen von dieser Stelle. Nasdaq mit dem größten Wochenverlust seit Januar 2021 in der vergangenen Woche und auch der Dow ja nicht wirklich angefeuert von diesen Hoffnungen, was das Thema diplomatische Lösungen angeht. Ein Minus von 0,7% am Freitag auf Wochensicht gesehen, knapp 2%. Der DAX positiv erwartet, Ölpreis rückläufig. Die Hoffnung auf eine diplomatische Lösung, aber das ist natürlich ein großes Thema. Spannend dürfte es zu diesem Thema aber auch sein, dass es heute noch eine Pressekonferenz geben wird mit unserem Finanzminister Achim Lindner. Das Thema Tankrabatt, also sozusagen du und ich, wir sollten da genau hinhören und alle unsere Zuschauer auch, denn eventuell tut sich was an der Zapfsäule. Und spannend auch, was die Unternehmen angeht, die sich aus Russland aufgrund des Ukraine-Kriegs zurückgezogen haben. Denen wird nämlich jetzt von Seiten Moskaus gedroht. Ich werfe mal das Wort Verstaatlichung in den Raum. Da heißt es, sie sollen geprüft werden, ob einer absichtlichen oder einer Scheininsolvenz. Und dann könnte man eben eintreten. Also da könnte es auf jeden Fall auch zu Druck von dem einen oder anderen Unternehmen kommen. Und man wehrt sich hier mit Händen und Füßen von Seiten Russlands, ob der Sanktionen. Ob der Sanktionen wehrt man sich. Naja, wir werden es sehen. Wir werden uns jetzt erstmal auf unsere Art und werden die Sendung weitermachen. Ich wünsche dir trotzdem noch einen schönen Tag nach Frankfurt und wir schauen uns das Ganze jetzt mal an. Also, Franzi hat es ja gesagt, die US-Börsen, sie waren zumindest Technologie, war deutlich schwächer am Freitag. Da gab es doch noch einen etwas deutlicheren Rückgang. Hat jetzt natürlich auch damit zu tun, dass man gleichzeitig abwägen muss. Wir haben auf der einen Seite den Ukraine-Krieg, wir haben auf der anderen Seite weiterhin das Zinsthema, die stark steigende Inflation, die jetzt natürlich zusätzlich angetrieben wird durch die emporschnellenden Energiepreise. Keine Frage, aber auch am Weizenmarkt tut sich relativ viel. Also auch bei Lebensmitteln gehen die Preise nach oben. Dazu kommen wir gleich. Asien heute Morgen. Auch da deutlich schwächer und es hat auch damit zu tun, nicht nur, es ist nicht nur dieser Covid-Ausbruch. China verfolgt ja nach wie vor eine Null-Covid-Strategie. Das bedeutet, wenn sie irgendwo Ausbrüche haben, dann werden eben mal die ganzen Regionen zugemacht. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist der Ausverkauf bei Technologiewerten, vor allen Dingen die, die ja auch in New York gelistet sind, weil es weiterhin Spannungen zwischen China und den USA gibt und man natürlich jetzt auch sehr genau hinschaut, wie sich denn die Chinesen in dem
dem Konflikt in der Ukraine, in dem Krieg in der Ukraine positionieren. Also, jede Menge Dinge, die es hier zu beachten gilt. Der Ölpreis ist einer davon. Wir sehen aber, der Aufwärtstrend, er läuft weiter. Dieses Überschießen, das war die Reaktion, das war die Panikreaktion auf Kriegsausbruch und Drohungen. Von der einen, mal von der einen, mal von der anderen Seite, da ordentlich in den Markt einzugreifen. Das hat den Preis nach oben getrieben. Jetzt haben wir zurückkorrigiert. Und der Aufwärtstrend, er ist aber weiterhin intakt. Und das bedeutet natürlich weiter, dass wir auch unter den Preisen leiden werden. Und das hat natürlich mittlerweile auch Kreise gezogen. Einige Versorger offensichtlich haben den Staat um Unterstützung gebeten, weil die Kosten völlig aus dem Ruder laufen und für die Preise natürlich derartig schnell steigen, dass sie das kaum noch abfedern können. Also von daher sicherlich noch die eine oder andere Nachricht zu erwarten. Übrigens, wenn man heute sagt, okay, wir wollen uns natürlich unabhängig von russischem Öl und Gas machen, was völlig nachvollziehbar ist, dann sollte man gleichzeitig nicht den Fehler begehen und sich neue Lieferanten suchen. Denn beispielsweise würden wir Saudi-Arabien darum bitten, ja, uns das Öl zu liefern, dann hätten wir direkt den nächsten Start da, 81 Hinrichtungen an einem Tag am Wochenende. Ja, so viel zu dem Thema. Wir sollten uns tatsächlich andere Gedanken machen, nachhaltige Gedanken machen. Ja, vielleicht auch ein bisschen Verzicht üben. Verzicht macht frei. In dem Fall wirklich. Also, schauen wir uns das Ganze mal an. Ölpreis weiter in der Aufwärtsbewegung. Für Gold gilt dasselbe. Auch hier dieses Überschießen. Und dann die Rückkehr, also momentan diese Korrektur, wo dann einfach so genügend Anleger sagen, okay, das ist jetzt zu stark gewesen, ich nehme mal hier oben Gewinne mit. Dann kamen natürlich auch noch ein paar positive Signale, die sich ja bisher nicht bestätigt haben. Denn die Kämpfe in der Ukraine, sie gehen ja nach wie vor weiter. Aber Sie sehen, der Aufwärtstrend, er ist auch hier weiter intakt, sodass man momentan auch davon ausgehen kann, aha, hier gibt es offensichtlich einfach nur so eine kleine Verschnaufpause. Das ist der Weizenkontrakt, der aktive. Da sehen Sie, was ich gerade gesagt hatte, es geht ja nicht nur für die Energiepreise nach oben, es geht ja auch für Getreide ordentlich nach oben, das ist Weizen, aber ob es Weizen ist oder ob es Mais ist, die Preise schießen in die Höhe. Jetzt hat sich auch hier so eine leichte Erholung, also eine leichte Abwärtsbewegung, eine etwas deutlichere Abwärtsbewegung etabliert, aber auch es gilt dasselbe. Es kommt immer darauf an, wie sich die Dinge entwickeln werden, inwiefern der Weltmarkt da beeinflusst wird, dadurch eben, dass die Ukraine und das Russland im Krieg miteinander sind. Aber die Preise sind hochgegangen und es bedeutet am längeren Ende natürlich, dass auf den ärmeren, in den ärmeren Ländern mittlerweile sich das vermutlich gar nicht mehr leisten können. Also wir stehen, ich glaube, ich hatte irgendwo am Wochenende auch gelesen, dass tatsächlich schon mit einer neuen Hungersnot gerechnet wird. Der DAX, wir werden es sehen, momentan freundlich erwartet, behauptet erwartet, freundlich behauptet erwartet, ich glaube, eine halbe Stunde haben wir noch Zeit, da kann auch relativ viel passieren bis zum Handelsauftakt. Es wäre natürlich erstmal wünschenswert, wenn wir tatsächlich diese Marke von 14.000 Punkten zurückerobern könnten, ansonsten in diesem Krisenszenario wäre es auch denkbar, dass wir zwischen 13.000 und 14.000 erstmal hin und her pendeln, bis dann die wirtschaftlichen Auswirkungen auch für die Konzerne etwas genauer zu beziffern sind. Die Deutsche Telekom, sie hat zuletzt davon profitiert, dass das Tower-Geschäft verkauft werden soll. Gab ja entsprechende Berichte, bis zu 18 Milliarden Euro könnten hier eingenommen werden. Also das, was der Aktionär eigentlich schon seit Jahren verlangt, wird jetzt endlich in die Tat umgesetzt. Und es wäre natürlich gut, weil da Werte freigesetzt werden. Das hat man bei Konkurrenten schon in der Vergangenheit gesehen. Und es könnte die Aktie natürlich hier in den nächsten Monaten antreiben. Die Deutsche Bank, die jetzt doch beschlossen hat, ihr Russland-Geschäft zurückzufahren. In der letzten Woche hieß es ja offensichtlich noch näher, man will das nicht ganz in Gänze machen, man will Teile noch vorhalten, weil halt eben Kunden auch dranhängen, die so schnell nicht reagieren können. Jetzt offensichtlich tatsächlich dieser dieser komplette Ausstieg mit Ausnahme des IT-Geschäfts, das scheint nicht betroffen zu sein. Die Deutsche Bank hat ja etwa 1600 Mitarbeiter, unter anderem in St. Petersburg, die hier in der IT-Sparte arbeiten. Was dann mit denen passiert, wird sich zeigen. Aber jetzt, wie gesagt, erstmal, was das operative Geschäft betrifft, hat sich die Deutsche Bank dem ebenfalls angeschlossen.
Weiterhin im Fokus bleiben natürlich bei den Anlegern Aktien aus dem Bereich der erneuerbaren Energie. SMA Solar gehört dazu, aber natürlich auch Nordex. Wir werden weiterhin ein sehr genaues Auge auf K+S haben, nachdem die Ukraine am Wochenende gemeldet hat, dass sie keinen Dünger mehr ausführen wird. Das könnte natürlich hier die Preise im Düngemittelbereich weiter anheizen. Und dann dürften Konzerne wie K+S, aber auch natürlich Mosaic in den USA davon profitieren. Ich wohne in einem alten Bauernhaus. Das klingt jetzt vielleicht charmanter und romantischer, als es ist. Es ist kein Gehöft, es ist tatsächlich ein altes Bauernhaus. Und wenn Sie sich überlegen, wie wir momentan vorgehen, die erneuerbaren Energien, die auf jeden Fall nach vorne getrieben werden sollen, dann ist das natürlich alles durchaus nachvollziehbar. Aber wenn wir die Energiewende schaffen wollen, wenn wir uns unabhängig machen wollen, dann wäre es vielleicht sinnvoll, wenn der Staat hier wirklich relativ schnell, relativ stark den Bereich der alten Bestandsimmobilien fördert, und zwar deren Sanierung. Denn ich kann Ihnen sagen, es zieht da wirklich an jeder Ecke, aus jedem Winkel. Und ich habe einen Holzfußboden und die Wände sind natürlich nicht gedämmt. Und das bedeutet, wenn ich die Heizung ausmache, wird das auch ruckizucki richtig frisch in der Hütte. Ich könnte mir gut vorstellen, dass man das in Berlin mittlerweile auf dem Schirm hat und dass man entsprechende Maßnahmen ergreifen wird. Verschiedene sind ja schon angekündigt worden. Und dann dürften Firmen wie die STO AG davon kräftig profitieren, die sich ja eben mit entsprechenden Materialien, zum Verkauf anbieten. STO, das ist unter anderem Putz. Ja, und auch das würde benötigt werden, und dann kann ich mir gut vorstellen, dass wir hier in der Zukunft, also in den nächsten Monaten, durchaus Unternehmen auf dem Schirm sehen werden, die sich mit Bausanierung oder Modernisierung oder was auch immer dazu gehört, am Ende befassen werden. Ich wollte es mal mit dabei haben, ich finde die Geschichte sehr interessant, wie gesagt, und es betrifft mich auch selbst. Gut. Dann schauen wir mal, wie der Tag sich letztendlich entwickelt. Wir sehen uns dann wieder um 14:40 Uhr mit der US-Vorbörse. Bis dahin, tschüss.